Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Blackguards. Wir sind immer noch hier in der Gruft und unser armer Zurbaran, der hat's mit zwei Wunden ganz schön übel getroffen, würde ich sagen, im letzten Kampf. Deswegen gucken wir mal, ob wir den irgendwie verarzten können. Eigentlich hatten wir ja mal sowas wie Wundverbände. Scheiße, die sind ja weg. Die sind ja weg. Wir haben ja alles verloren. Wir haben zwar unser Geld noch hier oben, die 52 Dukaten, die haben sie uns nicht abgenommen. Aber ob wir hier jetzt was damit anfangen können, das werden wir jetzt mal sehen. Beim Händler. Willkommen. Willkommen. Ich darf nicht mit euch sprechen, aber ich darf euch alles zu Spottpreisen anbieten. Großartig. Ja, was denn zum Beispiel? Wundbinden. Oh, Wundbinden sind gut. Ach, Spottpreisen, du machst wohl Scherze hier. 5 Gold für einen schwachen Heiltrank, das ist kein Spottpreis, das ist ein ganz normaler Preis, den wir auch sonst so schon bezahlt haben. Ja gut, dann halt nicht. Schwacher Zaubertrank. Wie steht's denn mit dem und seiner 41? Oh, und die Niam hat auch noch 27. Da würde ich sagen, fehlt uns eigentlich gerade nichts. Übernachten würde ich mal gerne, um mal mich wieder gesund zu schlafen. Aber okay, dann eben nicht. Waffen brauche ich, glaube ich, auch nicht. Oh, ein Schild. Da haben wir ein Schild. Was macht denn das? Parade 4 rauf. Attacke 1 runter. Das ist aber nicht so toll. Dann behalten wir auch das, was wir haben. Sehenschneiderpfeile. Aha, aha. Proviant. Rüstung war nix. Waffen war das und Items. Okay, die Heiltränke halt. Ja, dann kommen wir wohl nicht drum rum, oder? Bei den Wundbinden. Ach so, damit kann man ja nur Wunden wegmachen und nicht Lebenspunkte heilen, oder? Ah, das sind Zielbandagengürtel. Du kannst Bandagen auch außerhalb eines Kampfes benutzen, ziehe sie auf einen Helden, um dessen Wunden zu schließen. Na gut, wir kaufen da jetzt mal welche von. Und zwar am besten alle 4, die er hat. Wie macht man das nochmal? So, ne? Ja. Ja, alle 4 für insgesamt 2 Gold. Dann kaufen wir meinetwegen auch noch... Hier auch noch... 4 Stück dann halt... Wie ich möchte. 4. Boah, 20 Gold. In Ordnung. Haben wir gekauft. Dann würde ich sagen, bekommt die Niam einen Heiltrank und die Regia einen Heiltrank und der Naurim einen Heiltrank und der Zurbaran einen Heiltrank. Habe ich wenigstens alle gleich behandelt. Ach so, doch. Vielleicht hätten wir uns Stiefel kaufen können. Wir haben ja momentan nur Kaftan und Kaftanhose. Dann gucken wir doch nochmal vorbei. Schuhe. Nee, der hatte nichts in der Hinsicht. Er hatte einfach nichts. Zurbaran braucht jetzt aber Heilung. Deswegen ziehen wir mal die Wundbinde auf ihn. Bist du sicher? Heilkunde Wunden gescheitert. Eine Wundbinde verloren. Aber wisst ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich echt mal gerne haben. Also das mit dem Wundenverarzten, das funktioniert hier überhaupt nicht. So, Talente. Er hat im... Achso, der hat Heilkunde gar nicht. Der hat das gar nicht. Aber normalerweise verarztet man sich doch auch selber gar nicht, oder? Also normalerweise würde ich sagen, kommt jemand anders, reinigt einem die Wunde, guckt nach, ob man da noch irgendwie was anderes machen muss und gegebenenfalls wird sie dann einfach verbunden. Aber das macht man doch meistens gar nicht selber. Ich meine, man kommt doch gar nicht überall immer dran. Ach, jedenfalls ist es bei dem schwarzen Auge eigentlich so, dass man sich nicht selber verarzten kann. Man kann nur einen anderen verarzten, aber nicht sich selber. Ja, das ist blöd auf jeden Fall. Ich werde es noch einmal versuchen. 2 Wunden. Mann, das ist vielleicht ein Driss hier. Kann ich nicht auswählen, von wem das kommt? Nein, kann ich nicht. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir gucken nochmal, wer hat denn hier die besten Werte? Der Naurim hat Heilkunde 6. Die Regia hat Heilkunde 7 sogar.
und die Niam hat gar keinen Heilkunde. Das heißt, alles klar, die Regia nimmt die verbleibenden Wundbinden. Ach so, es gehen gar nicht alle. Na gut, dann kriegt der Naurim halt auch nochmal. Aber der Niam geben wir nichts, weil sie eh nichts damit anfangen kann. Gut, und dann würde ich sagen, müssen wir weitergehen. Wir müssen weiter zum Ausgang. Jetzt sagt nicht, dass es hier zu Ende ist. Wenn ich mich dann jetzt hier eingedeckt hätte mit Zeug zu diesen Preisen. Jetzt bin ich gespannt, wo es hingeht. Vielleicht geht es aber auch nur in eine weitere Gruft. Dauert jedenfalls gerade irgendwie ziemlich lange hier zum Laden. Da sind wir. Verstanden von den Toten. Meinen Glückwunsch, ihr seid weitergekommen als die meisten. Bereit für die letzte Runde? Mano a mano? Oder gebt ihr auf und geht mit leeren Händen? Nein, wir kämpfen, hallo? Wir sind nicht hier runtergegangen, nur um uns verwunden zu lassen und dann aufzugeben. Verflucht den Tag, an dem ihr dieses Spiel erfunden habt. Ja, das glaube ich auch. Was machen die jetzt? Schießen hier rum. Ach du Schande. Scheiße. Okay, das bedeutet, hierher kommen und so richtig ihm eins ins Gesicht zimmern. Komm. Ach, jetzt variiert er auch noch, so ein Ärger. Was ist hier hinten mit dem? Ich würde behaupten, wir stellen uns mal hier hin. Und dann schießen wir bis hier hinten. Komm schon, du schaffst das. Du schaffst das. Und zwar mit dem Ignisfero vielleicht. Da komme ich nur bis hier hin. Och Mann, das ist aber enttäuschend. Wie ist es denn hier mit dem Ignifaxius? Käme ich auch nicht bis hin. Ach du Schande. Ja, dann halt nicht. Ich kann mich nicht abducken oder so, ne? Ich möchte auch nicht so gerne hier in die Mitte gehen, weil ich fürchte, dass die Dinger sich hier drehen und die dann eben irgendwie doof ausschwenken. Gut, ich würde sagen, der gute Zurbaran nimmt als allererstes einmal seinen Heiltrank. Warum macht er jetzt nichts? Komm schon, nimm deinen Heiltrank. Wieso tut er nichts? Ich verstehe es nicht. Gut, lassen wir das. Der nächste ist dran. Ich würde behaupten, wir stellen uns auch hier hinter den anderen Zwerg. Oder? Was ist denn mit der Niam? Oh, die hat schon nur noch minus eins. Dann würde ich sagen, geh erstmal hierher und guck mal, ob du dir irgendwie helfen kannst. Hiermit vielleicht? Ja, das klappt! Oh, wunderbar! Großartig. Wie viel Schaden hat ihr verdammt nochmal gerade gemacht? Das ist ja so heftig. Stell dich einfach hier hinter, komm. Vielleicht bist du ein bisschen in Deckung. Gut, genau. Und die schwenken hier schon mal aus. Ist ja toll. Aha, also man sollte da nicht stehen. Auf wen schießt du denn jetzt, Nicht getroffen. Tadadam. Und nicht getroffen. So, und jetzt nochmal das Ganze hier. Ach Mensch, warum muss denn der alles parieren? Okay, ich glaube, ich stelle mich mal mit ihr nach hier hinten. Mit ein bisschen Glück. Trifft mich hier der andere. Wer ist denn das hier? Ich weiß nicht, wer das ist vom Namen her. Keine Ahnung. Vielleicht trifft er mich ja nicht. So, ein gezielter Schuss auf ihn. Ja, so muss das sein. Genau so muss das sein. Dann würde ich sagen, machen wir halt erst den ersten hier. Habe ich auch überhaupt gar keinen Vertrag mit. Kollege. So, hier, Ignifaxius. Ach Mann, jetzt trifft er nichts. Okay, er hier geht jetzt mal hierher und guckt, dass er dem Zurbaran die Wunden verarztet. Er benutzt Wundbinde, aber es ist misslungen, wie immer. Da wird ja unser bester Kämpferzwerg hier gerade zum Heiler, ha? Huh? Ah ja, siehst du, er muss wieder näher dran. Ausgewichen, sehr schön.
machen den platt. Dann schauen wir mal, wie viel von der Moral des Freundes noch übrig bleibt, wenn der hier erstmal down gegangen ist. Aha. Man sieht zwar nicht genau, was für einen Wert die hier haben, aber das ist doch schon mal okay, wenn wir hier wenigstens den Balken runtergehen sehen. So, und jetzt aber. Komm, konzentrier dich! Ja, gleich bist du dahin. So, und jetzt du nochmal drauf. Hack ihm die Rübe ab. Ja! Ups, Entschuldigung, ich freue mich gerade. Tja, das Schöne ist, dass wir jetzt, glaube ich, mit allen hier ganz gemächlich... Nein, Roger. Wo laufen wir denn dann jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen bis hier hinten. Da dürfte uns dieses komische Fallengebamsel hier nicht treffen. So, der nächste im Bunde geht mal hier hin und versucht noch einmal zu zaubern. Der ist ja noch ganz voll. Ach, so ein Ärger. Ich glaube, das war ja nichts, ne? Ja, das brauchte nichts. Überhaupt komme ich nicht bis dorthin. Weißt du was, Zurbaran? Heil dich einfach mal. Oder ein Armatrutz vielleicht, wäre auch nicht verkehrt. Balsam Salabunde hier, 20 Lebenspunkte. Oh, das ist, glaube ich, mehr als er verträgt, ne? Bräuchte 10 ASP, der Kleine braucht nur 5, dann nehmen wir erstmal nur den Kleinen. Super, 24, genau. Oh, sie ist wieder aufgestanden. Sie ist ja auch nicht richtig down gegangen, ne? Das ist ja schon mal was. Ja, ganz mutig jetzt hier einmal. Bitte, keine Falle auf dem Weg. Sehr schön. Ich komme jetzt ganz nah hier dran. Die Taktik habe ich mir zwar nicht überlegt, aber irgendwie ist er gleich hier in der Mitte. Sehr schön ausgewichen, gut. Niam kann immerhin bis hierher laufen und dann auf ihn drauf schießen. Schön zielen. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt von hier aus treffen. Oh, jetzt könnte hier unser Ignisfero treffen. Ja, und zwar würde ich jetzt hier alles Mögliche mit in Brand setzen. Das mag ich. Ach, daneben. Okay, dann, ob das Ding bis hierhin ausschwenkt, ich hoffe mal nicht. Ich laufe nämlich mit der Regia jetzt einfach bis hier vorne hin. Und dann können wir hier noch draufhauen. Nee, wir können einfach nur die Runde beenden. Gut. Oh, jetzt gerade hat sich das mehr oder weniger mit dem Ignisfero auch gegessen, weil jetzt stehe ich einfach mit allen irgendwie dran. Bam! Nicht die Regia treffen. Ja, sehr gut. Die hier unten scheinen nur einen Wald zu treffen. Die oberen scheinen irgendwie zwei Wald zu treffen. Und immer schön weiterschießen. Es gibt doch nichts Schöneres als hier einen aufgespießten Zwerg. So. 27 hat er immer noch. Ich würde sagen, wir schießen einfach ganz normal mit einem kleinen Ignifaxis-Flammenstrahl auf den. Bam! Sehr gut. Da ist er auch gleich dahin. Da fehlt ja gar nichts mehr. Regag, los, gib ihm den finalen Hieb. Gefällt. Tja. Wie viel Geld kriegen wir? 15 Dukaten. Oh, wir kriegen noch viel mehr. Wir kriegen einmal Kukris. Das ist, glaube ich, auch ein Gift. Ein Heiltrank. Und zwar keinen schwachen, sondern einen Heiltrank. Eine Armbrust, Bolzen, ein Metallschild und bosporanische Bronzehandschuhe. Oh, cool. Das haben wir jetzt auch zum ersten Mal bekommen. Alles nehmen, alles meins. Ja, und wie ist das jetzt, die beiden? Die sind hin, oder? Würde ich sagen. Die sind aber absolut hin. Jetzt können wir eigentlich doch deren ganzes Gut plündern, oder? Ich meine, ich habe ja sowieso schon einen schlechten Ruf. Ne? Prima. So, Drohlsasch oder Drohl. Was haben wir hier nochmal? Den Dendrimwald. Ich frage mich, warum wir immer noch zum Dendrimwald können. Drachenharz fällt aus. Ich würde behaupten, dafür sind wir einfach noch nicht weit genug. Schaleba. Ich glaube, wir reisen nach Schaleba, weil dort haben wir ja jetzt mehr oder weniger einen Freund. Den Händler,
dem wir hoffentlich, Klopf auf Holz, seine Frau und sein Geschäft wiedergebracht haben und nicht, dass das jetzt doch vielleicht der falsche Bruder war. Man kann es nicht wissen. Es ist irgendwie keine wirkliche Aussage darüber getroffen worden. Vielleicht gibt es sowas am Ende des Spiels nochmal so als kleine Zusammenfassung. Wo hat man sich gut entschieden oder nicht? Onaris. Ihr seid jederzeit willkommen. Ich weiß. Wir sind jederzeit willkommen. Wir haben alles verloren hier, unseren ganzen Kram? Oder haben wir die Sachen doch noch? Gambeson. Ach, es ist alles da. Und wir haben zusätzlich sogar die Kaftans hier. Ah, in Ordnung. Das heißt, erstmal wieder ausrüsten. Ich habe ja gedacht, wir hätten jetzt automatisch unsere Sachen wieder angezogen. Was ist denn mit dem Kaftan hier? Der gibt überhaupt keinen Rüstungsschutz. Der Gambeson gibt aber Rüstungsschutz plus 1 und Behinderung minus 1. Aha. Aha, also man könnte das ja noch irgendwie vervollständigen mit Handschuhen, Hosen und Schuhen. Und dann bekäme man anscheinend irgendeinen Bonus für die komplette Rüstung. Gut, zieh an. Und zieh an. Der Gürtel ist noch der richtige. Dann noch die Lederbeinlinge. Oh, Ledermantel und Hose. Wo kommen die Sachen her? Sind die? Ach, die sind, glaube ich, von den Niam, ne? Oder? Gambeson-Handschuhe. Ich glaube, die waren... Gambeson-Handschuhe. Ich glaube, die hatte jemand anders. So, aber die richtigen Waffen brauchst du jetzt noch wieder. Hier, die Keule kommt weg. Die Sense war jetzt gar nicht so schlecht. 1W6 plus 3. Attacke 11, Parade 8. Und was hat er sonst so ausgerüstet gehabt? Den Vorschlaghammer. Attacke 11, Parade 8. 1W6 plus 5. Oh ne, der macht mehr Wumms. Der macht viel mehr Wumms. Und war jetzt eine andere Waffenkategorie, oder? 2 Handhiebwaffen. Und wie stand's mit der Sense? Die Sense ist auch 2 Handhiebwaffe, okay. Ich weiß gar nicht, ob es... wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass so eine Waffe kaputt geht. Keine Ahnung. Na gut. Okay. Wenden wir uns dem Zurbaran zu. Der sieht ja zwar mit seinem Kaftan ganz hübsch aus. Rüstung. Aber der kriegt dann doch was anderes. Kaftan, Hose. Okay. Ledermantel. Nee, das waren Sachen von den Niam. Dann gehen wir erstmal zu Niam. So, also Hose und was hattest du für Schuhe? Wahrscheinlich diese Lederstiefel. Und dann hattest du den Ledermantel. Ach ja, genau. So hat sie ausgesehen. Den Bogen, den wir haben, das ist normaler. Und was haben wir denn hier noch so für einen Bogen? Ein Kurzbogen. 1W6 plus 2, Fernkampf 17. Und der hat 1W6 plus 2, Fernkampf 17. Initiative 9. Fernkampfattacke minus 10, wenn der Feind näher ist als 4 Felder oder weiter weg als 12. Und was hat der andere? Genau das gleiche. Es ist doch genau der gleiche Bogen, oder? Kurzbogen und... Ach, es ist ja auch beides ein Kurzbogen. Okay, in Ordnung. Wer hat denn hier das Talent Fechtwaffen, bitte? Wo haben wir denn jetzt plötzlich das Florett her? Die hatte doch aber auch beim ersten Mal schon ein Speer. Als Zweitwaffe, oder? Was haben wir denn hier so? Den Speer. Ein Speer und ein Holzspeer. Ah, okay. Der macht 1W6 plus 3, 12, 10, 1W6 plus 4. Gut, dann nehmen wir den als Zweitwaffe. Prima. Dann hätten wir die Niam auch ausgerüstet. Ja, die Regia, die hatte auf jeden Fall rüstmäßig Lederstiefel an, Gambeson-Handschuhe. Ach, die bosparanischen Bronzehandschuhe. Was ist denn mit denen? Schwertschaden 10%, 20%. Aha. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das lesen soll. Lederbeinlinge kommen auf jeden Fall auch noch dazu. Und einen Hut hatten die alle noch nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Das zweite Waffenset, ein Anderthalbhänder, ein W6 plus 5. Was haben wir denn hier jetzt noch so? Nee, keine Dolche, sondern
Die hatte, glaube ich, vorher ein Schwert und ein Schild. Ich denke, das werden wir hier auch rüsten. Kurzschwert. Die kommen erstmal weg. So. Fechtwaffen kann sie gar nichts mit anfangen. Gehe ich jedenfalls von aus, weil das so rot ist irgendwie. Hiebwaffen gingen. Speere nicht. Ja, aber Kurzschwert. Florett nicht. Wie schade. Das wäre doch mal hübsch, damit jemanden kämpfen zu sehen. Das Metallschild, Attacke 7, Parade 11. Und Lederschild 7, 10. Na, das ist natürlich viel besser. Und dann gibt es dazu jetzt anscheinend noch ein Kurzschwert. Hier ist nichts mehr. Hier haben wir zwei Kurzschwerter. Und auch hier haben wir nochmal ein Kurzschwert. Okay, dann haben wir also zwei Waffenhände. Einmal so und einmal so. Gut, der Zwerg. Was kann denn der vielleicht nochmal... Der könnte jetzt hier diese Bronzehandschuhe vielleicht nehmen, hm? Wie wär's denn damit? Ah, ist doch okay. Besser geschützt ist immer gut. So, und der Zurbaran, der kriegt natürlich auch ein Gambeson-Oberteil und gehärtete Stiefel und eine Lederhose. So viele gewöhnliche Gürtel haben wir jetzt hier. So viel kann ja kein Mensch tragen. Und die ganzen Kaftans können wir auch alle verkaufen. Sind wir doch alle gut mit ausgerüstet. So, aber die Waffen, er hat ja noch seinen ganz persönlichen Zauberstab. Den nehmen wir natürlich. Und das zweite, was wir hier haben, ist noch ein Kampfstab. Ja, aber den braucht man nicht. Den brauchen wir nicht. Prima. Okay, bei den Items haben wir jetzt auch noch so einiges. Oh Mann, ey, das füllt sich hier bei uns hinten. Die Holzwürmer. Keine Ahnung, was man mit den Holz. Und drei Heiltränke haben wir ja auch noch. Und noch einen normalen. Was macht denn der überhaupt? Heiltrank 20 Lebenspunkte herstellen und der 15 Lebenspunkte wieder herstellen. Okay. Irgendjemand hat seinen nicht mehr, ne? Das war hier der Naurim. Tun wir den mal da rein. Und Heilwundbinden. Der Naurim ist da ganz gut drin. Und die Regia hat ihre noch. Gut. Und der Zurbaran, weiß gar nicht mehr, hatte der überhaupt die Fertigkeit? Keine Ahnung. Wir verkaufen erstmal. Ach, das ist jetzt leider gerade alles ein bisschen langweilig. Ich weiß, das tut mir auch sehr leid. So, aber wir verkaufen erstmal den Kurzbogen, den Dolch, das Florett, den Holzspeer, den Kampfstab, die Keule, die Sense. Armbrust weiß ich noch nicht und Bolzen. Keine Ahnung. Gut, den Kurzbogen, die Keule, Kurzschwert, Kampfstab, dann Lederschild und auch dieses Kurzschwert. Jetzt haben wir hier Bolzen noch, 10 Stück und eine leichte Armbrust. Da habe ich nicht geguckt, ob die Niam das vielleicht irgendwie beherrscht. Waffentalente von Niam. Niam hat Bögen 10, aber Armbrüste 0. Okay, können wir also auch verkaufen. Ja. Ihr seid jederzeit willkommen. Ich weiß. Gut, also stumpfe Bolzen weg, ja, alle natürlich und auch die leichte Armbrust weg. 41 Jagdpfeile, das ist cool, die geben wir der Niam gleich auch alle wieder. So, dann den Kaftan, die Kaftanhose, noch mehr Kaftan und Hosen. Oh, wir werden richtig reich, 138 Dukaten haben wir schon. So, und jetzt bevor ich einen Fehler begehe und so, die haben glaube ich alle den gewöhnlichen Gürtel mit 2, ne? Ja, perfekt. Gut, gibt's denn da eigentlich sowas wie eine Haltbarkeit? Nö, ne? Na dann. Wie? Ach so, ach shit. Ich will die doch verkaufen. Ihr seid jederzeit willkommen. Was habe ich denn jetzt hier gerade mit versucht? Gewöhnliche Gürtel. Alle verkaufen. Prima. So, und bei den Items... Guck mal nochmal, die Wurfmesser behalten wir, die ganzen Giftdinger behalten wir, die Fallen behalten wir und die Holzwürmer auch. Was war das nochmal? Ach, das ist eine Wurfwaffe. Ja, wir haben jede Menge Zeugs bei uns, aber naja. So, was haben wir hier? Eine Kapuze. 2 könnten wir mit einer Kapuze ausrüsten. Okay. Waffen. Ja, und Items. Ja. Okay, ich würde sagen, wir sind soweit fertig. Wir gehen jetzt gleich direkt einmal ins
Gasthaus und schlafen unsere Wunden weg. 148 Dukaten, yay. Das ist natürlich geil. Ha, das ist ja geil. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das direkt. Ja. Ich möchte gerne übernachten für ein Gold. Ihr seid jederzeit willkommen. Ah, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Der Zurbaran hat noch 2 Wunden, aber gut, ich kann es leider nicht ändern. Hier gibt es keinen Heiler. Ne? Hier gibt es keinen Heiler. Wo haben wir denn einen Heiler? Wir reisen nochmal eben woanders hin. Und zwar... Ah, ich weiß. Es gab in Mikram einen Heiler. Das war doch irgendein Jasper oder... Ach, keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Schauen wir mal. Bei dem können wir auf jeden Fall die Wunde loswerden. Und dann starten wir beim nächsten Mal vielleicht wirklich... Und versuchen... Ja? Ach, Jolden, wie komme ich denn immer auf Jasper oder Justus oder so? Wir brauchen einen Heiler. Ja. Sieht ganz so aus. Für alle. Och, sind aber nur 2 Silber, dann ist ja gut. Die Götter mit euch. Ja. So, also Plan fürs nächste Mal ist auf jeden Fall, dass wir dann unserer Hauptstoryline wieder folgen. Also hierhin zum Landsitz des Folterers reisen und versuchen dort... die Anwesenden ein bisschen aufzumischen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Let's Play Black Arts. Macht's gut!